Ich kann nur zufrieden sein, die Jungs haben das super gemacht, haben sich aufgeopfert, wir haben viel investiert. Ich glaube, man hat gesehen, dass wir unsere Torchancen hatten. Ich glaube, man hat gesehen, dass wir eine hohe Ballbesitzphase hatten und dass die Jungs sich hier auf jeden Fall zumindest mal eine Bude verdient gehabt hätten. Ja, ich glaube, ich habe heute natürlich auch komplett rotiert, auch mal den Spielern eine Chance gegeben, die jetzt in letzter Zeit wenig gespielt haben, wenig bis gar nicht. Das dauert das immer ein bisschen, glaube ich, bis man auf Temperatur kommt. Ich glaube, ja, das 3-0 ist relativ früh gefallen, dann gebe ich Ihnen recht, dann hätte man es ein bisschen ruhiger runterspielen können, wo Köln dann ein paar gute Chancen hatte, die nicht reingehen. Am Ende ist es eine Pflichtaufgabe, die wir erfüllt haben mit 4-0. Und keine Frage, großes Kompliment an den Gegner, haben immer wieder versucht, fußballerisch hier noch zum Erfolg zu kommen, haben sie echt gut gemacht. Nichtsdestotrotz nehme ich den Sieg mit. Wir sind eine Runde weiter und schauen jetzt, wer als nächstes kommt. Ja, ich denke, es ist so eine Mischung aus beidem. Du gehst immer auf den Fußballplatz, um zu gewinnen. Das ist zumindest meine Einstellung. Klar ist, dass du, wenn du gegen Regionalligisten spielst, natürlich viel, viel Glück haben musst, um dann erfolgreich Fußball zu spielen, was das Ergebnis betrifft. Aber natürlich erhoffst du dir immer was. Ja? Und ich glaube, man hat gesehen, dass wir unsere Chancen hatten, ja? Dass wir viel, viel investiert haben und dass wir nochmal, kann ich nur sagen, unsere Bude verdient gehabt hätten. Ich glaube, da fehlt dann letztendlich so ein bisschen der letzte Glaube, der ganz große Mut, dann wirklich die letzte Bude zu machen oder die Bude zu machen. Und dann ist es letztendlich auch ein bisschen Spielglück, ja, gegen so eine Recken da hinten drin, dann auch mal ein Ding reinzudrücken. Ja, ich glaube, Pokal ist immer was sehr Interessantes, gerade auch Finalspiel ist was Besonderes für jeden Fußballer. Von daher würde ich das auch als Trainer gerne mal miterleben. Von daher gucken wir, wer kommt. Hoffen natürlich, dass die ganz Großen erst Richtung Finale und Halbfinale kommen, wie Viktoria oder auch Fortuna. Aber wir werden sehen, was jetzt passiert bei der Auslosung und dann nehmen wir den Gegner, der kommt.